Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. So, ich bin heute alleine. Und entschuldigt, wenn ich auch gerade teilweise noch so ein bisschen außer Atem bin, sag ich mal. Ich habe gerade eben schon mal das nächste Projekt abgeschlossen während meiner Teneriffa-Zeit. Und ich hatte ja offscreen schon mal was vorbereitet. Also, Mana haben wir jetzt wirklich mehr als genug. Also jetzt haben wir schon 6 Mana-Pools voll und wir bereiten uns jetzt auf unsere letzte Aktion im Let's Play vor. Und zwar muss ich mal gerade schauen, hier das Ritual of Gaia ist das letzte, was wir machen werden. Das Ritual of Gaia. The Ritual of Gaia is a procedure often enacted by the elves, which is the only way to acquire Gaia's spirits, which are a sense of the power of the goddess of Gaia herself. The ritual required an active beacon with some Gaia pylons, read on level above the beacon as the altar, as well as a single terrestrial god as a sacrifice. Wir brauchen auf jeden Fall Gaia-Pylonen, dafür brauchen wir Mana-Pylonen. Und das muss dann so aufgebaut werden. Also, es wird schon lustig. Das heißt, wir brauchen jetzt einen Beacon und müssen dafür einen Wizard besiegen. Und dafür haben wir uns dann gesagt, gehen wir in Lunesa und machen uns ein bisschen besseres Equip. Und zwar hatten wir einen Vorgarten oder nicht, dass wir uns einmal ein bisschen Equip machen, im Sinne von einmal. Jetzt habe ich schon wieder nichts drin. Wollen wir uns nämlich zwei Menjolin-Cleaver machen mit Beheading. Also Beheading haben die natürlich schon von vornherein. Ah, jetzt hatte ich das gerade. Ah. Oder ist hier noch eine Pickaxe dran? Was? Ah ja, es gibt auch ein Mod-Package-Update. Stimmt ja, wir sind jetzt in der 1.3.1. Habe ich ja voll vergessen. Auf jeden Fall wollten wir dafür einmal, Moment, wo ist mein Grundbeck of Holding? Nein, das war der von Street. Hier. Das brauche ich und wo ist es? Alter, der ist so voll. Hier, das brauche ich. Das machen wir nämlich jetzt ein für alle Mal einmal. Oh. Nö. Das einmal so und das dann einmal so. Und dann sagen wir, das hier soll extracted werden without a signal. Und dann entleeren wir einmal den Tank. Jetzt merken wir, das Blut ist das lästigste aller Zeiten. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch behoben haben mit dem Modpack Update. So, auf jeden Fall, was gibt's zu sagen? Wir wollten ja uns einen Menuling-Cleaver machen dafür. Und zwar mit jede Menge Damage und Lapis. Das heißt, wir müssen einmal ordentlich farmen gehen. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wie voll ist denn der? Hier haben wir. Ja, noch was zu futtern, okay. Ja, also ganz. Ich kann euch ja dann schon mal so ein bisschen sagen, wie das Let's Play für mich verlaufen ist. Also mir persönlich hat das Let's Play nicht wirklich gefallen, bin ich ehrlich. Es war ein bisschen, ja, zu unstrukturiert. Also mir hat da wirklich ein bisschen Struktur im Let's Play gefehlt. Vielleicht wisst ihr, was ich damit meine, vielleicht auch nicht. Ich glaube, so einige würden schon wissen, was ich meine. Halt, für mich war das Problem einmal, dass ich. Es war für mich einmal schön, dass ich ein Display mit jemandem machen konnte.
Alter, wie viel Blut hat der gesaugt? Ja, auf jeden Fall, Mulle. Ich persönlich sehe ihn auch als einen richtig großen Freund an. Also, wir sind echt dicke. Wir kennen uns jetzt schon seit 2 Jahren. Aber das Problem ist einfach, das ist mir auch dann später in den Aufnahmen bewusst geworden. Der hat einfach auf Minecraft, kannst du mit dem nicht wirklich aufnehmen, weil der einfach relativ schnell die Lust verliert. Also wir hatten auch teilweise so Tage, wo wir nur 2-3 Folgen aufgenommen hatten und ich bin eher so der Typ, der gerne mal was länger aufnimmt. So, können wir dann jetzt einmal hier leer machen. Da drin. Komm, das mache ich jetzt mal anders. Ja, komm, wir haben noch hier Pressurized Fluid Duct. Doof. Na, 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 na. Und wo ist sie? Da. So. Conduit kon. Wo habe ich die Ätherwünsche? Ist die hier? Jawohl. Ah. Ah, jetzt leert sich auch der Rotz. Jetzt ist das Blut jeden Moment aus. Und wir haben wieder Lava. So. Letzte Blut geht raus. Und. Ah, komm schon. Fast geschafft. Jeden Moment. Ja, ich glaube an dich. Okay, das reicht. Gut. Dann tun wir das einmal zurück. Und wir können dann jetzt einmal oben das Aluminium holen. Denn wir brauchen jetzt einmal etwas Aluminium für eine Pickaxe und ein bisschen Obsidian. Ich nehme jetzt einfach mal wirklich so ein bisschen was mit. Ich hoffe, dass ich das jetzt im richtigen Verhältnis einschmelze. Moment, was hat Elektrum für... Mining Level Iron, okay. Doof, doof und... Doof. Alumite war jetzt im Verhältnis... das ist Aluminium. Alumite war 32 Obsidian, Iron und... Okay, mehr Alu war das. Wir müssen jetzt auch noch schnell eine Schablone machen. Das brauche ich. Und das, okay. Da können wir das einmal nochmal schnell machen. Also heute wird wirklich eine Farmtour. Hier ist da Blut drin. Ich frage jetzt gar nicht. Ich will es gar nicht jetzt wissen. Okay, 9 sind. Komm, darauf habe ich es gerade keinen. Ich habe darauf zwar keinen Bock, aber. Das reicht für 2 Barren. Oh, wir haben nur noch 410 dabei hier. Tschüss.
Komm, dann füllen wir einmal nach. Eisen ist fertig. So, was hättet ihr mal Lust, mal wieder zu sehen? Also irgendwelche speziellen Mod-Wünsche, außer Gregtech, das habt ihr mir jetzt schon gesagt. So, Gold. Komm, auch mal zu der Fasskopf. Stonebolt? Okay. Nein. Wir machen das jetzt mit einer ganz billigen Aluminium Alumite Pickaxe. Schuriken, okay. Crossbow, da ist einiges dazu gekommen, da muss ich. Battle. Ah ne, die kenne ich ja noch. Kann man das mal so machen? Nein. Ja, dann hol ich mir gerade einen Stick. Wie gesagt, das könnte ganz einfach eine billige werden. Hauptsache, wir haben hier Mining Level Kobalt. Und dann würde ich sagen, das habe ich gehofft, dass wir noch einen haben. Dann schmeiße ich den Rest noch zurück. Den nehme ich nämlich voll selber mit. Die Ironblöcke, da tun wir nochmal zurück. Und dann geht es jetzt ab in Löhneder. Ist ganz schön blöd gelaufen, das Display finde ich teilweise. Aber ich bin noch stolz darauf, was hier entstanden ist. Oder so Anfangshütte. Mit dem Baum. Twilight Forest mit dem Street Digger. Den Tempel der Zeit, den ich nachgebaut habe. Okay, wir brauchen jede Menge Kobalt und Ardite. Hier ist schon mal ein Höllenhund, hier ist ein Nether Quartz. Oh, hab ich sogar. So, jetzt beginnt der lustigste Teil, wir dürfen farmen. Nether Quartz können wir wirklich so viel mitnehmen, wie wir wollen. Gibt uns nur später Boni. Halt, worauf wir jetzt wirklich eher abgesehen haben, ist wirklich Kobalt und Adite, weil wir wollen wirklich die Mendium Cleaver haben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben noch gar nichts davon zu Hause, oder? Wie fandet ihr denn so bisher das Let's Play? Das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht sehe ich das auch wirklich eher so ein bisschen zu kritisch momentan. Und euch hat das. War ich gerade mit Tenzo? Und euch hat das Let's Play ja auch soweit ganz gut gefallen. Kann ja auch sein. Würde mich auf jeden Fall mal freuen über so ein Feedback jetzt. Und wenn ihr. Wir könnten es auch mal so machen, dass ihr mir auch mal reinschreibt, mit wem ich was aufnehmen soll oder mal wieder ein Projekt machen soll. Dann könnte ich ja vielleicht mal was abklären. Oh. Kobalt. Weil jetzt läuft es am besten wieder wie damals bei mir in Techworld ab und ich finde mehr Kobalt als Adite. Oh, wundervolles Lied kommt, und zwar von Dream Bellow Song of Storms, der Remix.
Hier haben wir noch Kobalt. Ach, so schön entspannt. Oh. Nehmen wir mal mit. So. Auf jeden Fall, Teneriffa nähert sich für mich auch täglich momentan. Wir haben jetzt heute, wo ich das aufnehme, Donnerstag, also heute ist Feiertag. Ich weiß gerade noch nicht mal, was für ein Feiertag gerade ist. So. Ja, hier schon wieder Kobold. Okay, wir haben jetzt eigentlich schon genug Kobold, würde ich bald sagen. Es fehlt wirklich eher das Arbeit. Davon haben wir doch gar nichts. Alter, 7 Kobold mal 2 sind 14. Oh, ein Dancing Nether Quartz. Meins? Okay, wo ist hier das Radeit? Ich bin doch nicht doof oder vielleicht schon. Oh, noch 2 Grabsteine. Alter, wie viele Grabsteine sind hier? Wir sind hier alles gestorben. Alter, wollt ihr mich verarschen? Na, na. Da ist eine Wiss. Die brauchen Burning Blossom. Natürlich. Da fliegen wir drüber. Wo ist denn hier mal ein bisschen von dem anderen Zeug, was wir brauchen? Wie viel Nether Quartz haben wir? Da kann man noch ein bisschen was mitnehmen. Das wird schließlich am Ende auch weggesaugt. Hier ist noch Kobalt. Ey Junge, was hast du da für ein Erz? Kobalterz. Was? Kobold? Oh Gott, war das schlecht. Arbeit! Das ist sehr schön, dass es das ja auch noch gibt. So. Komm, machen wir schon mal so. Sparen wir was Platz. Das nächste denn so. So mustert. Auf jeden Fall, was haben wir noch so zu reden? Ja, schulisch gesehen ist bei mir jetzt die Klausurphase quasi so gut wie vorbei. Ich schreibe jetzt am Montag nur noch eine einzige Klausur und habe dann das Schuljahr quasi geschafft. Ich schreibe nämlich noch eine einzige Klausur in technischer Informatik. Da muss ich noch mal was verlernen. Und dann heißt es für mich quasi erstmal ab nach Teneriffa und dann ab in Klasse 13. Dann bin ich schon im letzten Jahrgang vom Abitur.
bin ich mal gespannt, wie die Klasse 13 wird. Den Abi-Prüfungen und so weiter. Vor allem muss ich mich ja dann auch noch auf ein zweites Wahlfach muss ich mir, oder ein zweites Abiturfach muss ich mir dann doch nehmen. Und da haben wir die Wahl, entweder können wir uns da auf Geschichte einigen oder auf Religion. Normalerweise hätte ich gesagt, ja, in Geschichte bin ich soweit ganz gut. Aber bei uns war jetzt dieses Jahr der Fall, dass unser Geschichtslehrer nicht so aktiv da war, nenne ich das jetzt mal. Aufgrund von Krankheit und Familie, also er hat ein Kind, ich glaube sogar. Nee, der hat wirklich nur ein Kind bekommen, das war jemand anderes, der Zwillinge bekommen hatte bei mir. Und da fehlt mir jetzt wirklich einfach teilweise die Gewissheit, ja okay, wie gut stehe ich jetzt halt einfach in Geschichte. Ich glaube, das ist aber auch verständlich dann. Deswegen entscheide ich mich jetzt auch hier freiwillig für Religion. Da habe ich mich wirklich schon... Achso, hier ist Fleisch. Da habe ich die Erkenntnis, dass ich darin was besser bin. Und ja. Na? Was? Hier wächst ein Bluebells? Okay. So, hier ist noch ein Wald. Wir brauchen aber mehr Arbeit. Ich gehe mal hier einmal entlang. Schau, ob hier noch was Arbeit ist. Sieht aber nicht so gut aus, oder? Hier ist eine Netherfestung. Die brauchen wir aber noch nicht. Ah, das sieht alles nicht sehr arbeitlastig aus. Oh, hier ist Arbeit. Das sieht alles nicht sehr arbeitlastig aus. Oh, hier ist Arbeit. Gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Folgendes. Ich flitze hier noch ein bisschen rum, sammle noch ein bisschen Netherquarz, sammle noch ein bisschen Kobalt und Adite. Und würde dann sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich mache das dann jetzt noch offscreen fertig. Und dann geht es ein bisschen auf Schnetzeljagd. Wir farmen uns die Wizard-Skelettköpfe zusammen, um einen Wizard zu besiegen. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Kommi da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.